verweist darauf, dass in der Verteilung von Ressentiments, also von Vorurteilen und Stereotypen in der deutschen Bevölkerung, die Menschen über 65 überdurchschnittlich beteiligt sind und nicht die Jugendliche, wie oft fälschlicherweise angenommen wird oder in irgendwelchen Heftchen steht. Muslime sollten generell keine Zuwanderung nach Deutschland finden. Und diesen Satz haben in einer Studie von Wilhelm Heidmeier im Jahr 2011 22,6% der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger zugestimmt. Also da sind wir schon fast bei, also über einem Fünftel, fast einem Viertel. Und jetzt hat Emma Bähler, Oliver Decker diese Frage im November 2014 erneut veröffentlicht mit Fragenmaterial aus dem Januar 2014. Und da waren es schon 36,6% der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Wir sehen insgesamt, dass Rassismus immer dann in unglaublich hohem Maße geäußert wird, wenn er sich gegen Asylsuchende, gegen Muslime oder gegen Sinti und Roma richtet. Drei Viertel der Bundesbürger wollen keine Großzügigkeit bei Asylverfahren. Nicht so schön differenziert publiziert bisher, sondern nur in ihren Gesamtzahlen, dass Menschen in Bayern, etwa 33% der Menschen in Bayern stark rassistische Ressentiments äußern in solchen Befragungen. Und das ist um weitem mehr als im deutschen Bundesdurchschnitt, der hier in Westdeutschland ohne Bayern 20% beträgt und in Ostdeutschland 30,5%. Wenn man jetzt die Kampagnen der radikalen Rechten anschaut, dann sieht man, dass sie genau daran ausgerichtet sind. Also nicht mehr ein ganz simples, pauschales Ausländer raus oder so, völkische Theorie, das wird so ein bisschen in der Öffentlichkeit zurückgehalten, sondern genau entlang solchen Stimmungen aufgezogen. Rechtspopulismus wird immer so verstanden, als sei das die softe Version der extremen Rechten, dem ist natürlich nicht so, sondern es ist eine besondere Kultur der Propaganda quasi, des Auftretens in der Öffentlichkeit. Lokale Kampagne und Unterschriften sammeln. Also ein vorgeblich demokratisches Element der Partizipation und Bürgerbeteiligung wird umgedreht zu einer total antidemokratischen Aktion, nämlich dem Verbot natürlich ein Gotteshaus zu bauen. Und da haben wir dann einen schon ziemlich klassischen Rassismus, der von Überfremdung redet, also von einer gewissen völkischen Überforderung, der verbunden wird mit dem Kämpferischen, mit dem Militanten, mit der Gewalt einer Radikalrechten. Das ist logisch, weil das, wenn man Vernichtungsideologie pflegt, dann als Faschist oder Faschistin, da braucht man auch so ein Element der Stärke, des Herrschers über Leben und Tod sein, des Zuschlagens, des Unterdrückens, des Ausgrenzens, das braucht man dringend für seine eigene Identität. Das passt natürlich leider an dem Punkt Rassismus total gut zusammen, dass man den Hass auf Asylsuchende beispielsweise und den eigenen Wunsch nach Militanz und Zuschlagen verbindet. Arbeitsplätze zuerst für Deutsche, fast schon wieder klassisches Kampagnenthema der Naziszene, aber so treten sie eigentlich auf in den letzten Wochen und Monaten. Kleiner Aufmarsch, schon lokale Kampagnen, schnell, ziemlich viel, ziemlich kleine Aktionen gegen die dortige, jetzt schon eröffnete Erstaufnahmestelle für Asylsuchende, jetzt diesmal als Partei, die Der Dritte Weg heißt. Eine extrem germanophile Partei, die ausblendet eine lateinische 3 im Namen führt. Jetzt ist schon so, dass sich eine Szene per Facebook und Internet zusammensammelt und sich bei Aktionen überregional auf der Straße trifft. Bei überregionalen Aktionen, die allerdings oft lokalen Themen oder lokalen Spezifika gewidmet sind, wie einer Eröffnung einer Asylunterkunft. Und passt auch zu Aktionen, die nicht so in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, die es aber in ganz Bayern und Oberösterreich gibt, eine Vielzahl von Angriffen auf das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Haben ein Beharren auf traditionalistischen Familienbildern, Geschlechterrollen und auf einen ganz, ganz krassen Antifeminismus. Also auf dem Wunsch von Zurückdrängen von Gleichstellung und einer absoluten Ablehnung von Gleichstellungspolitik, Gleichberechtigungspolitik. Und es gibt dazu viele Veröffentlichungen und kulturelle Äußerungen, wo ein Mann also per se ein Krieger, ein Soldat sein muss, um seiner traditionellen Rolle gerecht zu werden, wo also sich alle ständig im Kampf befinden, in der Auseinandersetzung, das stabilisiert da offensichtlich das rechte Ich. Und
Das passt sehr gut auch zur Militanz und zur terroristischen Potenz der Neonazi-Szene hier. Der Nazi kokettiert mit explodierenden Brief- und Paketbomben. Also es gibt da keine Abkehr irgendwie vom Terroristischen in 3 Jahren nach Selbstenteilung des NSU, sondern ein absolutes Kokettieren. Das ist nicht nur von der Radikalrechten angezettelt, sondern das kommt leider auch aus der Bürgerinnen und Bürgerschaft. Ich habe schon bis April 2014 in 150 bayerischen Städten und Gemeinden Kampagnen zusammengesammelt, in den Menschen gegen die Unterbringung von Asylsuchenden oder gegen Asylsuchende vorgehen, die da ins alte Forsthaus einziehen sollten. Die Transparente waren von solch strafbarem Inhalt, dass die Staatsanwaltschaft und Polizei die Anwohnerinnen und Anwohner gezwungen haben, die wegzumachen. Die haben die allerdings dann nur eingerollt. Also als tickende Drohung, was kaum jemand wahrnimmt. Einige Orte kapitulieren vor solch rassistischer Hetze und machen die Unterbringung von Asylsuchenden rückgängig. Weil es geht nicht, also man kann manchmal Menschen nicht in so eine feindselige Umgebung reinsetzen. Oder einige Lokalpolitiker wollen halt auch wieder gewählt werden. Es gibt momentan über 100 solcher Facebook-Gruppen, in denen lokal gegen Unterbringung von Asylsuchenden agitiert wird und sich gegenseitig reingesteigert. Wo immer das nicht eh schon gibt von bürgerlicher Seite, machen Neonazis das wie hier bei der Seite Asylflut stoppen, auch in Niederbayern. Aber also über 100, vielleicht gibt es dafür mehr. Fälle, wo Menschen bereit sind, mit ihrem realen Namen und ihr, also in der Timeline der vollen sozialen Existenz, inklusive Nachbarschaft, Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, Eltern, Lehrer, Mitschüler, also Sätze von absoluter Vernichtungsqualität loszulassen, die natürlich auch strafbar sind. Aber das sind sozialen Netzwerken, merkt man schon, wozu Leute bereit sind, was sie bereit sind, öffentlich unter ihrem Namen zu sagen. Das sind keine Leute, die Fake-Profile verwenden, sondern die das unter ihrem richtigen Namen mit Bild veröffentlichen. Die haben offensichtlich nichts zu befürchten, obwohl viele, viele Menschen mitkriegen, dass sie so hetzen. Sagten rechte Hooligans aus verschiedenen Vereinen, boah, wir reisen nichts mehr in den Stadien, denn eine antifaschistische Ultra-Jugendkultur oder eine unpolitische Jugend-Ultra-Kultur verdrängt uns aus den Kurven. Also radikal rechte Hooligans und Nazis sind da immer weniger gern gesehen. Einzelne Vereine haben angefangen, Aktionen zu machen gegen rechte Fans und so. Jetzt hilft nur noch, dass wir uns vereinsübergreifend zusammenschließen. Wir machen es gegen Muslime. Also das Thema antimuslimischer Rassismus war so stark, dass die Feindschaft der Hooligans untereinander quasi überformt hat. Und sie erkundeten ein Forum im Internet, ein Internetforum, also ein geschlossenes Forum. Wenn Deutsche sich noch trauen, heißt es, nannten sich schließlich HOGESA, Hooligans gegen Salafismus. Sah damals schon eine klare Verbindung in die rechtspopulistische Szene. Und dann hatten wir ab Spätherbst oder hatten wir halt die Märsche in Dresden, die unter dem Namen Pegida, patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlands, durchgeführt wurden. Mit dem Grundstock der Dresdner Hooligan. Das war von Anfang an eine organisatorische Stütze und auch Stärke. Die Kirchen gelten als Verräter quasi, als Pfarrerinnen. Theodor Körner Spruch, noch sitzt ihr oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott, doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk und es gnade euch Gott. Das ist das, was ich meine, diese Vorwürfe, diese unglaubliche Panikmache und Dramatisierung, es gäbe, also die etablierte Politik wäre vom Feinde bezahlt, das ist ein zutiefst antisemitisches Klischee, Stereotyp natürlich, was purer Antisemitismus. Und jetzt richte aber bald das Volk, also dieser Größenwahn.